So, und jetzt kommt's beim Business Reengineering. Business Reengineering ist auch keine ganz neue, immer noch ein moderner Gedanke, aber nicht mehr ganz neu. Man hat mittlerweile einige Erfahrungen, ist übrigens verbunden mit einem Mann namens Michael Hemmer. Ja, irgendwie finde ich, das hat was. Ja, weil Business Reengineering bedeutet, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Und der Typ heißt Michael Hemmer. Also das ist, wenn Sie so wollen, ein wesentlicher Miterfinder von Business Reengineering, Michael Hemmer. Und als man nun mit Business Reengineering anfing, weil der Gedanke ja auch so einleuchtend war, hat man das gemacht nach ökonomischen Kriterien. Das heißt, Zeit beschleunigen und Kosten senken. Und das Ergebnis war: Operation gelungen, Patient tot. Umstrukturierungen. Und das nehmen wir bitte mit ins Leben, denn in den nächsten Jahren wird noch viel passieren und auch viel an Umstrukturierung passieren. Umstrukturierungen dürfen wir nicht ökonomisch aufziehen, sondern müssen wir psychologisch aufziehen. Psychologie dominiert Ökonomie in diesem Fall. Nicht Zeit und Kosten in den Mittelpunkt stellen, sondern Menschen. Ja? Die Umstrukturierung muss für die Menschen funktionieren und nicht für die Kennzahlen. Ja? Also psychologisch, nicht ökonomisch. Eine Umstrukturierung muss für die Menschen funktionieren und nicht für die Kennzahlen. Die Kennzahlen, die kommen dann schon. Aber wir müssen mit den Menschen umgehen, denn denken wir bitte daran, wenn wir Business Reengineering machen, bleibt kein Stein auf dem anderen. Das heißt, wir bringen das Leben der Menschen komplett durcheinander. Wir bringen ihr Berufsleben durcheinander. Ja? Und was macht das mit Menschen? Die fühlen sich verunsichert, die fühlen sich verängstigt, die müssen neue Dinge lernen, auch das fällt nicht jedem leicht. Und das müssen wir den Menschen leichter machen. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.